Oh Gott, ist hier passiert. Da war aber gerade wieder, da waren die Frames gerade mal wieder weg, kurz. Ha? Naja, was geht ab, Lubi? Irgendwas Spannendes passiert. If not over, then through. Ja, beim Wechsel kriegt das irgendwie immer nicht ganz so gut hin, weil wahrscheinlich wegen dem Webcam-Plugin-Gedöns, das weiß ich noch nicht genau. Oh ja. Ist ganz so geknappt. Alter Uzi, ey. Beim nächsten Mal mache ich einfach einen auf Uzi. Dann ist das, weißt du. Oh je, ja klar, geht gleich los. Ganz sicher, ganz, ganz sicher. Da wartest du schon sehnsüchtig den Uzi-Stream und dann auf einmal. Ah, ah, puh, ah. So. Nice, ey. Ja, nö. Session 13 ist heute am Start. Session 12 ist auf YouTube schon exportiert, aber da gibt es noch keinen Thumbnail und das ist noch nicht veröffentlicht. Ja. Große Verabschiedung, nice. Ich raff's nicht. Aber ja, passt schon. Pre-Urlaub-Stream, sehr nice. Naja, ja, so ungefähr, ja. So ungefähr ist es mit dem Uzi immer. Der Hund. Der Hund war da zum Modden drin. Ja, deswegen. Manche, also Automod ist generell ganz cool, aber so bei so manchen Sachen. Also es gibt so Situationen, wo ich mir denke, ey, Alter, das musst du doch definitiv auf die Kette kriegen und das irgendwie quasi da den Automod anspringen lassen, so. Und bei anderen Sachen denke ich mir dann wiederum so, ey, Alter, was ist daran jetzt verkehrt, so? Was ist dein Problem da jetzt? Aber ja. Das ist manchmal. Ich komme gar nicht rüber. Du Hund, genau. Das war's. Ist vorbei. Katze darfst du sagen, ja. Der Hund ist schwierig. Und das Ding ist halt auch, das Blöde am Automod ist, der lernt das zwar, aber du Hund geht halt auch nicht. Würdest du jetzt nur Hund reinschreiben, würde das, glaube ich, gehen. Aber du Hund mag er jetzt noch nicht. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Ich raff überhaupt nichts hier. Ich renne die ganze Zeit schon hin und her. Verstehe gar nicht, wo ich hin muss. Hier ist auch zu hoch. Hund. Ah ne, okay, krass. Hund selber macht er auch nicht. Jetzt geht Hund, siehst du? Guck mal. Du Hund macht jetzt auch. Jetzt habe ich aber auch gerade beide zugelassen. So, wo kommen wir denn jetzt hier rüber? Ich bin so hinten nochmal lang. Auch wild. What's hiding here? Versteh's nicht. Vielleicht geht noch Groß- und Kleinschreibung oder so. Ist vielleicht auch nochmal unterschiedlich. Ich weiß es nicht, aber. Aber ja. Mann, ich weiß nicht, wie ich hier hinkomme. Also, wo ich hier hin, wie ich hier, wie ich hier, weißt du, wie komme ich hier, wie kann ich denn hier Sachen machen? Da muss ich mich teleportieren. Ja, geht eigentlich ganz gut. Schick. War gerade eben noch mit Madame unterwegs. Heute ist nämlich quasi Muttertag, sozusagen. Es war schon wieder recht wild, aber auch ganz cool. Es gab einen Haufen, gab halt Essen for free. Das ist immer very nice. Auch schön ein paar Snacks abgreifen können. Auch very nice. Der Rattenkönig hier. Und so.
War wild, wieder so ein paar neue Sachen gelernt. Wir hatten nämlich alle mussten quasi so eine Art Rose tragen. So auf der Brust, auf der ne, linken oder rechten Seite. Ja. Da gab es halt einmal so rosa oder rote Rosen und einmal weiße Rosen. Die roten Rosen bedeuten quasi... Ne, warte mal. Doch, die rote Rose auf dieser Seite hier, auf meiner linken Seite, bedeutet, dass quasi beide Elternteile noch leben. Auf der rechten Seite, also auf meiner rechten Seite, dass halt ein Elternteil verstorben ist. Und wenn du eine weiße Rose trägst, egal wo, dann sind halt beide Eltern verstorben. Was halt A, also ne, im Vietnamesischen ist es halt so, dass du da 50 verschiedene Ansprachen hast, je nachdem, ob das irgendwie, ne, ob die andere Person, mit der du gerade sprichst, älter oder jünger ist, ob sie männlich oder weiblich oder irgendwas dazwischen ist, ob du es gerade höflich oder unhöflich sagen möchtest, ob das ein Verwandter ist oder ob das kein Verwandter ist. Und keine Ahnung, so irgendwie so 50 verschiedene Variationen gibt es da ungelogen für die Ansprache einfach, für die Anrede sozusagen. Und es gibt da nochmal quasi eine gesonderte Abwandlung dafür, je nachdem, was du denn halt auf welcher Seite irgendwie für eine Rose trägst und was weiß ich. Und ja, das ist so das. Nee, ich kenne keine, also ich kenne nicht alle. Ich kenne so... Ich glaube zwei. Ich meine zwei zu kennen, aber ich eine auf jeden Fall. Oh ja. Ich habe keinen Plan, wie ich hier wegkommen soll. Vor allem, ich habe ja auch keine Wegmarke oder so. Keinen Wegpunkt. Weil ich bin ja von da runtergekommen, aber ich komme da nicht mehr hoch. Ja, du sagst das so leicht, Uzi, ey. Verrückt hier alles. Hört ihr das Game überhaupt? Ja. Es ist halt nur auch wieder sehr leise irgendwie gefühlt. Können wir hier irgendwie runter? Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Aber da zumindest erstmal weg. Well, if it isn't our mistress of pain. What anguish she has visited upon. Wo ist uns hier hinten genau? C-Lot der Absoluten. Über mir ist noch ein Händler. Ich weiß nicht, ob das der andere ist, mit dem wir vorhin waren, aber ja. Ich raff hier nicht mehr, ey. Ich wieder hier. Es kann doch nicht sein, dass man jetzt hier nicht mehr wieder wegkommt, oder was? Vor allem halt eben, ich muss ja irgendwie, weiß ich nicht, da hinten hoch oder so. Eieiei. Das ist ja eher so Blubby-Musik. Sowas nie hören. Ich habe keinen Plan, wie ich hier. Okay, wisst ihr was? Wir versuchen einfach nochmal irgendwie per Wegmarke hier. Weil ich nicht mal einen Plan habe, wie wir das machen sollen, weil ich nicht mal weiß. Großes Mausoleum. Ja, komm, gehen wir nochmal da hin.
Zwar nochmal draußen, aber passt schon. Gehen wir da halt nochmal rein. Ja, da ist wohl was dran. Da ist wohl was dran. Und Auto vollgepackt. Krasser Scheiß. Ach nice, Mini habt ihr noch nicht wieder abgeholt quasi, oder wie? Wir sind voll geputzt, ey, krass. Nice, ey, ja, so fetzt sich. Fetzt doch, wollte ich eigentlich sagen, aber irgendwie kommt dann wieder fetzig raus. Ich glaube, auf der Seite waren wir nämlich auch noch nicht. Gehen wir mal da lang. Wir haben natürlich einen Wegpunkt. Das ist so eine Ratte. Achso, ah, okay, hab mir nicht schon wieder abgeholt, oder wie? Ja, nice. 10 Sekunden lang stand er schon, ey, so ein krasser Typ. Es ist einfach krass. Er lernt ja halt auch von den Besten. Bald klettert er überall umher, ey. Klettert er. Ich muss mir mal noch mehr raussuchen. Es gibt tatsächlich echt nicht viele so worthy Jokes, so. Die, die drin sind, sind schon definitiv die besten mit Abstand, also. Ich glaube, die schießen jetzt alle auf mich, oder? Ja, wie gesagt, wenn ihr da noch irgendwie Ideen habt, immer gerne her damit. Ach, Uzi. Dann nachher noch alles Uzi. Muss halt nochmal ein bisschen besser lesen, so ab und an. Mann, ich weiß da auch nicht. Ich kann das ja halt auch nur an 50 Stellen schreiben. Das ist halt. Ist da, ich. Das
Soll ich eine Twitch-Extension schreiben? Und wenn du mit der Maus dann über den Stream rübergehst, siehst du denn die geplanten Spiele für heute? Ist das vielleicht... Wäre das vielleicht was? Ich habe nicht mal meinen Sneak Attack gemacht, weil ich gerade komplett... Einfach komplett... Ich... Oh... Kann ich nicht mal mehr atmen. So krass ist das. Alter, dass das noch trifft. Das geht jetzt nicht nochmal, oder wie doch? Ich meine, wir sind ja auch alle Hände gebunden irgendwie. Ich kann da auch nicht mehr viel machen. Das ist halt so, wie es ist alles immer. Ach komm, Junge. Search machen können, aber hab ich jetzt einfach nicht. Oh, ich hab mal getroffen, ey, krass. Kriegt Gale sogar noch. Oh, boy. Oh komm, ich steh den. Dann noch mehr Viecher hier. Und die Gewimbel. Es geht hier ab. Ich mach mal was von der Guardless. Klopp den rum. Stimme ich da gleich mal ran, bevor der weglaufen will. Ich nehme noch einen. Wieder ein guter Roll. Keep rolling, 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 rolling. Schöne welche snackt. Es ist einfach alles nicht so prickelnd hier.
Nee, deine sind ja auch nicht so spannend, weißt du? Deine beantworten ja quasi keine Fragen, so. Meine schon. Alter, was ist hier los? Ja, na klar, Junge, na klar, ja. Schießt du noch 20 mal drauf, bitte. Ja. Hm? Ja. Ja, vielleicht ist das auch. Das kann natürlich sein, ja. Das kann natürlich, beim Uzi weiß man nie. Steckt voller Überraschung, der Gute. Sesambällchen. Mit irgendeiner lustigen Füllung. Das weiß ich nicht, Uzi. Mutig dann, wenn ich keinen Bock mehr auf Baldur's Gate 3 habe. Und so wie es aussieht, ist das schon früher als gedacht. Oh, ey, ja, Alter. So fühlt sich das übrigens an, wahrscheinlich, wenn man irgendwie gegen so einen Necro oder gegen zwei Necros spielt. Jeder hat so seine 50 Skelette, alle haben irgendwie Armbrüste und irgendwelche komischen Schwerter und Schilde. Jeder hat seinen eigenen Zug. Toll. Toll. Nee, geht nicht. Ich kann nicht gut sein im Spiel. Alle. Ah, die wobei, die beiden nicht. Okay. Flatsch. Naja, ich bin diese Runde aufgestanden. Ja, klar. Alles klar, 2 über 16 Schaden pro Zug. Ja. Ich glaube, das PJ Salt ist. Deckt das schon ganz gut ab.
für alle, ne? Komm, ey. Dutch. Stay focused. Mann, ey. Der könnte mal ein bisschen kräftiger sein, der Typ hier. Aber ich könnte ihn auch heilen. Schauer gewesen wahrscheinlich. Naja. Alter. Jetzt geht los hier. Was? Du kannst mich beschützen. So, nicht über Gleis und Schaden, oder? Boom. Ich baller nochmal Healing Ward, Stufe 1 auf mich. Zack, voll geheilt. Boom. Boom. Mal treffen können gerade. Was? Oh. Klar. Let's finish this. Die alle aus den Portalen kommen und sich alle gegenseitig wiederbeleben. Ist ja nicht verstanden, war Uzi? Was ist das manchmal? Irgendwas? Spiegelbilder? Nee. Das gehen. Untote vertreiben können wir nochmal machen. Komm, Untote vertreiben nochmal. Was geht's? Boom. Shield of Faith auf mich knallen. Okay.
Ja, viel mehr können wir jetzt nicht mehr machen. Glaube ich. Ja. Have to keep going. Das leicht oder komplett verschleiert und daher gegen Schadensarten außer Energie gleißend und psychisch resistent. Alter, ey. Scharfsicht. Das ist ja, kann nicht blind werden. Alles klar. Dunkelsicht. Warte mal, was stand da noch mit dem Dings? Empfindlich gegenüber Sonnenlicht. Toll. Ja, ich glaube, das können wir nachladen. Das Blöde ist nur, ich habe, glaube ich, gar nicht gespeichert. Dazwischen. Ja, ich glaube, das ist nicht weiter tricky. Ja. Naja, pipapo. Ach, verdammt. Ja, machen wir uns da gar nicht erst die Mühe, gehen direkt zurück. Ja, wär mal was, aber pipapo. Essen ist halt auch ganz schön überbewertet irgendwie. Mega so einen schönen Nudels. Tofu-Krams und hier Bambussprossen waren, glaube ich, auch mit drin. Seife leider auch ein bisschen noch. Ja, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie die anderen Sachen heißen da, ey. Irgendwelche Lotus-Sachen, glaube ich. Achso, wir müssen jetzt einmal runter und dann links rum, ne? Ja. Und so Pfifferlinge. Na, Koriander. Naja, naja. Weil für uns beide schmeckt das nach Seife. Und im asiatischen Raum ist das schon relativ unüblich eigentlich, dass das halt nach Seife schmeckt, weil das ist halt literally in jedem Essen drin. So. Das ist eigentlich effektiv nicht mal gelogen. Aber ja, schmeckt für mich auch noch Seife. Für meine Schwester auch. Sie wusste das, glaube ich, auch nicht, aber wir hatten das jetzt irgendwie letztens auch mal gehabt. Ja, das stimmt. Wir waren nämlich auch essen und da war ja bei mir auch wieder Seife drin in dem naja, Baguette quasi, was ich da hatte. Da bist du dann auch gefragt und sie so, sie hat das, glaube ich, noch nie gegessen so. Da habe ich ihr auch so ein Stück Seife gegeben und sie so, ja, schmeckt irgendwie wirklich nach Seife. Oh, ich bin jetzt die ganze... Nee, oder? Ist dieselbe Stelle, oder? Ja. Hallo. Hurry inside, or your racket is liable to.
Bei mir schmeckt alles, was da über. Sie darf nicht unbelebt sein. Derzeit auch keinen Stufe 3 Spell drauf casten, ey. Das ist natürlich auch wieder scheiße hier. Jo, ein Crit, aber reicht wieder nicht. Im Leben. Ich bin blöd. Ah, Mann, ich hab irgendwie was falsch gedacht. Also klar. Zum Glück habe ich gerade nochmal Echsen-Search gemacht. Eine Echse gesucht. Jawohl, nice. So wie es sich gehört. Jawohl, nice, ey. Jetzt hat man Damage gemacht. Ach komm, ey. Immer nur die 5, ey, immer wieder. Dafür, dass er kostenlos ist, quasi, ist es schon ganz okay, aber... Ja. Am liebsten würde ich die ganze Zeit Feuerbälle reinknallen, aber ich kann nicht immer meine ganzen Slots rausballern, ey. Kann sich jetzt auch keiner drum kümmern. Ist 100% aber im Nachteil. Dann rennt er dran.
Kurz. So, jetzt aber, oder was? Habe ich eigentlich mein Mobilfunkgerät hingeschmissen? Habe ich das aus Versehen im Klo runtergespült, oder wie? Das wäre nicht so schön. On my way. Jetzt habe ich das hingeschmissen. Die wäre da. Ganz. So, der hat 34 HP. Der kann erstmal ordentlich einen auf die Fresse kriegen. Das war auch wieder. Das ganz allein hin. Eieiei. Traust du dich das überhaupt? Nice, nice. Neues, neues, ey. Swift and lethal. On the move. Oh nein, ich hab mich verklickt. Oh, es hätte vorbei sein können jetzt. Aber natürlich ist es das wieder nicht. Boom. What the fuck bist du? Warum machst du jetzt auf einmal die Tür auf? Fleisch. Fleischgolem. Da ist ja mal Fleisch oder was? Nice, ey. Es lohnt sich fast schon. Nicht so richtig eigentlich, oder? Ich meine eigentlich doch recht gut die, also ganz gute Slots, so. Naja, schauen wir mal. Hallo. Was geht? Oh, da ist Balthasar. Ach du Scheiße, ey. Ein Google-Heiler. Alter, ey. Hier sind schon ganz schön krank aus, ey. Sind schon ganz schöne Ekelpekels hier alle. Der ist auch besonders schön. Ja. Ja. Schon ziemlich nice eigentlich. Wenn man Triforce im Gesicht reingeritzt oder was. Krasser Zelda-Fan, ey. Hallo. Ah, the interloper. And in one piece as well. Not just any true soul would have succeeded in following my path through this place. You should be pleased. Mm-hmm.
Tja, ich bin nicht nur eine wahre Seele, ich habe extraplanare Hilfe, könnte man sagen. Ah, you're a leech. Ein Sauger. Interesting. But there's always room for improvement when it comes to the flesh. My creations are more than a sum of their parts. Okay, man kann nur negativ reagieren. Okay, jetzt Kreation hirnloser, untote Schergen, soweit ich sehen kann. They are mere sketches compared to my masterwork. That would leave you in awe, should you be fortunate enough to bear witness. Okay, genug der Unhöflichkeiten, ihr seid Balthasar, ja? Skrull hat mich geschickt, um sicherzustellen, dass ihr euren Herrn nicht enttäuscht. Rubbish. Everything is at hand here. Zarel merely envies the General's faith in me. I am in the midst of a grand strategy. But you're here now, and I may be able to put those limbs to work. You know what's at stake here. I take it. Würde mich halt schon interessieren hier. Nochmal, Balthasar kommt mir bekannt vor, aber nicht als Diener Catwick Thorms. Du hast den schon gehört. Natürlich wieder nichts. Aber Moment. Easy peasy, wollte ich sagen. Balthasar headed a monastic order that controlled a place called Amkethran in the deserts of Kalimshan. But he is long dead from what you recall. Ja, quatschen wir ihn gleich mal drauf an. Balthasar, ich habe mal von einem Mönch dieses Namens gehört. Er ist vor langer Zeit gestorben. Oh, him. Yes, I decided to take his name for myself. After taking his rib bones. Suits me better, I think. But enough idle chatter. Keep to the matter at hand. You do know what's at stake here. Yes? Ja, Zrell sagte das. Catwick verlangt, dass ihr ein Relikt sucht, mehr weiß ich nicht. General Form to you. But yes, recovering the relic is the crux of it. He commands, and I, his humble servant, fulfill that command. While you, an infinitely more humble servant, fulfill my command. I will put you to work as a scout. Soll ich ein bisschen auf den Regelblätter, wenn ich genau weiß, wonach ich suche? Nicht mein Stil, mich an Informationen und meinen Auftrag einzulassen, was soll ich denn suchen? Ah, okay. Gab's ein schönes Bild von wegen, ist entweder links lang oder rechts lang, dann ist da in der Mitte quasi nur so ein Stück Mauer und hinten ist aber, geht der Gang halt normal weiter. Ja, Ja, machen wir das. Easy peasy. Na, aber meint, doch nicht so easy peasy, glaube ich. Na, aber doch. Geht schon. Fine, if it'll spare me your bleeding. The relic lends the general his strength, his invulnerability. It must be recovered before his enemies attempt to exploit it. Ihr benötigt meine Hilfe? I do not need you or your help. But you are here in spite of that, so I may as well. Ja, da hat er so einiges im Gesicht, ja. The relic is close. But the way is barred, and Shah's dead are uncooperative. Clear the path for me by blade, cunning, or whatever it takes. I will remain here until you have succeeded or fallen. I'd trust this gas bag about as far as I can throw him, which isn't far. But perhaps better to play along for now. Mm-hmm.
Was genau macht ihr, während ich da draußen den Kopf und Kragen riskiere? My creations need tending to. Not that it's any of your concern. This one's broken. He once tormented me as a youth, lifetimes ago. Now he serves me forever. No rest for you yet, Mikan. You will serve me until I am satisfied. Okay, ja, beim solchen Auftrag tätet ihr gut daran, uns weitere Mittel zur Verfügung zu stellen. Vielleicht schickt er uns ein paar von seinen komischen Kreationen damit. Ja, guck mal, das ist doch mal mehr als krass. I will assign flesh to aid you on your way. Ring this bell, and he will come. My brother is no intellectual powerhouse, but he is strong, loyal, and punctual. Should a fight turn against you, remember the bell. Kennst du ein Gesichter hier drauf? Okay, ja, die Glocke nehmen. Flesh will remain here until called. But don't fear, he has very sharp hearing. I chose his ears myself. Now, get to work. Ich glaube sogar, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, sollten wir nicht für... Das geht, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Raphaels alten Feind. Sehen Sie, was das war, wenn wir keinen Tempel des Hörsers verraten und getötet sind. Getötet hat, wir haben uns der Bezeichnung Zerstörung gefunden. Raphael erzählt uns von seinem Erzfeind, der tief von dem Mausoleum lautet, wenn wir uns seinen alten Gegner kümmern. Okay, aber war das nicht? Der alte Feind, war das nicht Dings? Balthasar? Oder war das Fleisch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Aber ich kann nicht immer alle killen. Das ist halt. Und die haben es hier alle noch am ehesten verdient, aber. Kann nicht immer, weißt du? Immer diese Gewalt. Da bin ich ja mal gar nicht für eigentlich. Should do it. 30. Komm, 30 haben wir schon mal geschafft. Möglich ist es nicht. Möglich ist es nicht, aber fast. Easy peasy. Haten die uns eh alle, weil das wieder irgendjemand aus ominösen Gründen mitgekriegt hat, dass wir hier reingegangen sind. Es ist doch immer dasselbe hier. Endlose Dunkelheit, lesen wir gleich, Schriftrolle Telekinese, nehmen wir erstmal mit, erstmal looten. Gold und fanatisches Eisen. Ring des kaltherzigen Leuchtens, der Träger wirkt 2 Schadenspunkte gegen Kreaturen, die erhellt sind. Toll, auch eher ein Blinder. Kein Blind mehr Schaden machen. Lernt des Verlusts endlose Dunkelheit. Atmet ein, atmet aus, richtet den Blick nach innen. Was seht ihr dort in den tiefsten Tiefen eures Seins? Ein helles, blendendes Licht, eine harsche, unerbittliche Sonne oder findet ihr eine tröstliche, samtige Dunkelheit? Eine Zuflucht, in der ihr mit allem, was ihr seid, Ruhe finden könnt. Dies ist die Dunkelheit, die Schar verspricht, eine Dunkelheit frei von Vorurteilen und prüfenden Blicken, in der wir eingeladen sind, in unserer reinsten Essenz zu existieren, in unserer essentiellsten Form. Ja, hat sich jetzt irgendwie semi gelohnt. Dafür, dass es eine 30 war, ey, gab es hier halt einen grünen Ring. Effektiv. Und irgendwie so ein paar Tränke, die bestimmt cool sind, aber... Hm. Irgendwie auch meh. So, ja.
Wenn man hier lang geht noch? Aha. Nothing of value comes easy. Overcome my trials and win my embrace. Okay. I shall prove myself worthy, Lady Sharp. Countless initiates walked these halls once, seeking to become Dark Justices. I will follow in their path. I will succeed. Ha, ha, ha. Plan. Wahrscheinlich müsste man alle irgendwie durchgehen, oder? Vertrauenssprungprüfung. Alter, Alter. The bowl contains an ancient rust-colored bloodstain. It forms a neat disc, as if spilled calmly and willingly. This is one of Lady Shah's trials. Allow me, please. Ja, gut, gut. Said to be sure of foot in even the darkest places is a Lady Sharp's voice. I must remember where to step and have faith that she will guide me. I must remember where to step and have faith that she will guide me. Fällt man hier runter, oder? Ah, okay. Ja. Alles klar. Oder? Ready and willing. I'm ready. So schräg und dann irgendwie da so lang, oder? Ja. Bin von da so schräg. Oh, einfach genau an der Kante scheinbar. Okay, wie kommen wir von da aus darauf? Ja, gar nicht mehr, oder? Wir müssen jetzt hier. Oder wir können doch bestimmt. Dass er so lang eiert. Sprung machen, oder? Dann werden die. Ja, die sind so teilweise sichtbar. It shall be done. Ja, was? Hä? Was zur Hölle? So, mit Leben no. Schütze ich. Never mind. A little help, please. The bowl contains an ancient rust cult. You recognize this as a trial where initiates would prove themselves to Lady Shah. This one navigates the darkness to feel my embrace. Okay. Ich hätte gedacht, man muss jetzt diese Kugel da irgendwie hinlegen. Aber scheinbar nicht. Okay, aber wir gehen nochmal hoch und machen die anderen Prüfungen dann auch nochmal. Ich schätze mal, da ist in jedem Raum dann eine kleine Prüfung. Gehen wir ein bisschen nach vorne an. Es sind dann nur zwei, naja. Seems simple enough. Sanfter Schrittprüfung. Mhm. So, hier, sie kann übrigens alles machen. Hier, das ist ihr Shit. Another bowl bearing the stains of an ancient blood offering. Another trial for Lady Shah's initiates. This one would put their skills of stealth and infiltration to the test.
Jo, bis später. Rein, Bluebee. Ich spiele es wahrscheinlich generell schwer, ja. Wieso? Moin erstmal. Naja, die Divinity vorher war jetzt auch schon nicht so super leicht. Also es geht alles immer so, aber ne, manche Sachen sind halt doch schon irgendwie ein bisschen ätzender. Ja, echt, ja? Nee, was sagst du für eine Klasse? Alter, okay, der hat einfach rund um Sicht, oder wie? Gleich eh da wieder hoch, naja. Jetzt können wir hier vorne rum. Die ist sehr gut jetzt. Leg die erstmal hin. Eieiei. Aber Paladine sind aber ganz geil, da kannst du schön rumsmiten und so. Das ist eigentlich ganz cool. Paladins sind eigentlich echt immer ganz nice. Oder dann ist das ein Knopf von mir. Ich komme hier schon hin. Fuck, ich glaube, ich komme erst so schnell hin. Oder, oder, oder? Lauf, 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 lauf. Ah, nice. Jetzt können wir nämlich nur noch, abwarten. Was hast du für Begleiter mit? Aktuell? Komm, ey. Mann, Alter. So, ganz schnell. Oh, fuck. Der rennt doch hier eh rein, oder? Ja. Ja, toll. Was soll ich jetzt hier machen? Achso, Astorion-Dingsbums quasi, ne? Ah, fuck. Ja. Ich hab's gesehen gerade. Genau, Schatten jetzt ist Klerikerin, Gale den Mage und die Pia Astorion oder wie der hieß, ja. Oh, komm, Mann. Dass die halt komplett Rundumsicht haben, ist so bescheuert, ey. So, komme ich jetzt hier durch? Nee, komme ich nicht, weil ich gleich wieder sterbe. Ja. Irgendwas mit A. So schnell gewesen. Habe ich ja nicht. Den habe ich nicht mitgenommen. Ja, ist jetzt so. Also, das Game ist auf jeden Fall ein Stück weit draus ausgelegt, dass du Trial and Error quasi hast. Also, dadurch, dass du halt random. Also dadurch, dass es halt nun mal sehr stark von Würfelwürfen abhängig ist, sag ich mal. Es ist halt nun mal so, dass du... Ich hasse es, Mann. Jetzt rennt der Elche hier runter. Dass du halt, ne, manchmal hilft es halt schon, wenn du den Kampf genauso machst wie vorher. Nur, dass du halt mehr Glück hast im Kampf, sozusagen. Also und halt besser würfelst. Das hilft halt oft schon. Oh Mann, ich dreh durch, ey. Alter. Komm, du siehst halt nicht mal das hier, ja? Du siehst nicht mal den Marker. Doch jetzt, wenn du nah genug dran bist, siehst du das. Los, lauf jetzt. Oh Mann, es ist nicht wahr. Als ob das jetzt nicht weit genug weg war. Man wüsste, welches Game das besser gemacht hat, Guild Wars 2. Bild, oder? Krass. Gab's genau so ein Minigame nämlich auch.
So, schaffen wir es jetzt. Nein! Warum? Ach, weil er hier noch schräg stand. Oh. Alter. Es ist so nervig hier. Ja, bin ich mal gespannt, ob dich das denn auf lange Sicht, also ob du es denn durchzockst quasi. Weil ich muss sagen, in dem Game ist es bei mir wirklich andersrum sogar. Also, so Geschichte und das Drumherum finde ich bisher erstmal so okay halt. Ist schon irgendwie interessant, aber gab jetzt halt auch schon so manche Situationen, wo ich mir echt dachte, hä, was soll denn das jetzt hier? Also, weißt du? Ich dachte nur, ey. Mach doch nicht das Licht an. Oh, was ist los? Gleich haben wir es. Ja, genau. Das ist halt cool, dass du Kämpfe teilweise komplett umgehen kannst. Aber es ist schlussendlich halt doch nur dieses... Ja, naja, entweder du hast eine Dialogoption, die den Kampf triggert, oder du hast eine Dialogoption, die den Kampf halt nicht triggert. Und manchmal ist es halt hinter einem Skillcheck. Oh, ja... Das ist irgendwie auch nicht anbrechen, das meiner Meinung nach. Und geht doch. Junge, renn da durch jetzt. Ich war, ne? Finde ich halt an sich auch cooler. Ich finde halt oft, also gerade vorhin hatten wir so eine Dialogoption, wo halt einmal überreden Schurke, einmal überreden Hexenmeister, weil ich ja Multiklasse drin war, die beide dasselbe abgefragt haben. Also das eine war halt irgendwie, oh, ich bin Schurke. Ich mache nur diesen Auftrag, wenn ich aber auch alle Informationen vorher habe. Und beim Hexenmeister war es dann halt irgendwie, oh, ich bin übrigens Hexenmeister und daher wäre es gut, wenn ich vorher über gewisse Dinge Bescheid wüsste. Also, wo ich mir so denke, ja, okay, egal was halt, es wird auch selber hinauslaufen, aber... Ist halt... Illusion of Choice. Ach nein, ich bin zu früh. Oh nein, ich bin zu früh. Ich dreh durch. War hier nicht auch irgendwo ein Hebel noch? Ja, das ist alles nur Lore irgendwo. Also generell halt nichts. Nicht viel, also an deiner. Also, ja, wie soll ich denn das sagen? Also es hat nicht viel Story-Impact, glaube ich. Es gibt zwar etliche verschiedene Enden, aber ich glaube, das ist dann eher so ein New Vegas-Ende, könnte ich mir vorstellen. Als dass du jetzt wirklich irgendwie so richtig, naja, beeinflussen könntest, was da jetzt am Ende passiert, sozusagen. Los, komm, schnell, 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 schnell. Jawohl, so, und jetzt warten wir nochmal ab. Aber ja, viele Sachen haben halt keine richtige Auswirkung. So, da jetzt lang. Jetzt in die neue Ecke gehen. Alter. Ist es nicht wahr? Das war es noch nicht, oder wie? Oh, ich dreh durch. Ach, hier vorne ist noch einer. Was einfacher ist. Wahrscheinlich ist es hier rechts einfacher.
Nein, nein, nein. Los, schnell. Ja, und dann? Die Tür ist doch jetzt nicht auf, oder? Was ist jetzt passiert? Ach, hier ist das Ding hier rüber geknallt, aber hat sich denn jetzt hier irgendwas geändert? Nö. Ich könnte jetzt halt nur direkt hier durchgehen. Was auch immer mir das bringen soll, aber passt schon. Oh Mann. Ah, ich glaube, ich kann dadurch. Moment. Kommt der jetzt noch her? Nee, oder? Kommt der her? Ach, der kommt hier noch runter. Nun komm, geh da mal durch jetzt. Nein, nein, nein. Never a dull moment, just out of view. Wonder if I got to. Und das besser läuft mit ihm hier. Da sieht das immerhin schon von da. Kriege ich eigentlich auch killen den alten Schatten? Wahrscheinlich nicht, oder? Und dass das halt auch nicht aktualisiert wird, ey, es ist so nice, es ist so nice. Es ist so nice. Es ist aber noch nicht offen, aber weißt du was, scheiße. Ich knack jetzt hier mit ihm das Schloss. Mehr hier. Don't give me trouble. Zack. Hier. Yeah. Ja. Wahrscheinlich ist das doch die Aufgabe gewesen, oder? Schloss zu knacken mit ihm. I'll give it a shot. A plaque that once bore the teachings of Lady Shah. But now unreadable. Laser Schritt ist besser als jede Rüstung. Wer ungesehen ist, ist überall willkommen. Was haben wir hier noch? Des Wagemuts. Fragt nicht nach Erlaubnis, nehmt was euch nützt. Schön. Oh ja. Ich muss halt auch sagen, also es fühlt sich mehr und mehr einfach wie ein Divinity an und weniger wie ein Baldur's Gate. Was verschiedene Sachen angeht. So, ich meine, ich grundsätzlich geht es bei mir gar nicht mal so sehr um das Kampfsystem-Ding. Sag ich mal, das finde ich schon gut so, wie es ist. An sich. Aber Baldur's Gate hatte halt generell so ein bisschen eine andere Richtung, sag ich mal. Die sie gegangen sind. Das sehe ich hier bisher noch gar nicht so. Hier sehe ich halt bisher nur so Story-Zusammenhang, aber. Hm. Das ist dieselbe Prüfung. Okay. Erstmal knatterst du dir hier. Riesigen Hals. Da musst du das nochmal. Another bowl. Bearing the stains of an ancient blood offering. Another of Lady Shah's trials that her initiates must face. This one would challenge their combat prowess. Ist nicht wahr, oder? Ja, hier, komm. Opfer das. Opfer dich. Will elude us until we shed that which holds us back. Moving ahead. Hm.
Looks like an ambush. Was ist ein Ambush? Da oben oder was? Ja. Out of sight, out of mind. Don't waste a step. Ach, das ist ein Spiegelkampf oder was? Ach, ist ja witzig. Dieselbe Prüfung, ja, okay. Ist halt wahrscheinlich dumm übersetzt. Passt schon. Na gut, hier Gale, den knattern wir ja direkt einfach mal weg. Lohnt sich nicht, ne? Nur so ein schöner Dreier. Hätte ich auch einfach Feuerfeld machen können, ey. Alter, was machen die alle hier? Alter, was ist denn hier los? Man sieht jetzt gerade keinen Gegner. Keine Ahnung. Rough tempest I will raise. Okay, das ist mobilized. 42 Damage, Alter? Ja, what the fuck? Ach, das ist kein... Oder? Der hat nicht dieselben Skills wie ich. Der hat nur dieselbe Ausrüstung wie ich, glaube ich. Ja. Und nicht dieselben Stats und so. Ja, dieselbe Ausrüstung hat er. Ja, aber viele Sachen halt auch nicht. Alles klar, ey. Wie viel Damage machen die hier alle, bitte? Was ist hier überhaupt für ein Super Orb hier? Sieht man leider nicht. Das ist so eine riesige. Dünskugel hier. Alles klar. Und das Blöde ist, Lesel und Dings leben halt noch. Klar, ey. So ein Team hört ich gerne. Alles klar, natürlich nochmal Damage, ja. Ja, na klar, ja.
Logisch, eigentlich. Jetzt so. Das Ziel darf nicht festgesetzt sein, ja. Natürlich. Das ist quasi, ja, das ist einfach festgesetzt alles hier. Ja. What the fuck ist das schon wieder für ein Kampf, ey? Kann man nicht einfach einen Spiegelkampf machen und dann ist es cool, so wie in Divinity 2 oder in Guild Wars 1 und 2 zum Beispiel oder in etlichen anderen RPGs, die damals so rauskamen? Nein, die müssen alle auch noch, so Divinity-mäßig leider, alle müssen einen Teleport haben. Jeder Gegner muss immer schön einen Teleport machen und das ist alles irgendwie eine extra, weiß ich nicht, eine Bonus-Action oder was für die? Ich weiß es nicht. Very well. Dann machen sie noch hier, machen wir nochmal 2-3 Angriffe dazu, haben wir nochmal ein Spell raus, machen wir nochmal 50 mal Action, Echsen Search. Suchen einfach die ganzen Echsen die ganze Zeit. Was ist das, ey? Schön nachvollziehen alles, ey. So, der Gegner ist überrascht, das will ich aber auch hoffen. Ich bin auch überrascht, dass es so geklappt hat gerade, ehrlich gesagt, aber ja. Und mit Divinity 2 war das so cool und hat so schön zum Pacing gepasst auch. War echt krass, der Spiegelkampf. Und hier ist der Ansatz zwar cool, aber halt, ey, es ist ja nicht gespiegelt, so richtig. Es ist ja nur das Equipment so ein bisschen gespiegelt, aber die Skillung und so sind ja ganz anders. Jetzt komme ich da nicht hin, ey. Verstehe ich halt immer nicht so richtig, ey. Jetzt vor allem die ganze Runde wie schön am Sporten, ey. Nicht reicht das, damit ich da gleich noch einen schönen Feuerball auf fucking Pseudomendax reinknallen kann. So, sehr schön erstmal. Zack, los geht's. Hier ist nur Schwung rein. Flutsch. Was ist das? Warum? Alter. Das liegt schon auf dem Boden, ey. Das ist der Wahnsinn, ey. Wahrscheinlich amorph, oder? Schwierig zu beeinflussen. Dadurch immun gegen liegend oder was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich nicht bewegen, weil ich verängstigt bin. Ich kann halt nur mich selbst nochmal heilen. Oh, es ist alles bescheuert gerade, ey. Will ich denn wenigstens irgendwen schubsen? Oh, Alter, kann ich mal bitte die richtige Stelle anklicken? Ich könnte mich wegschubsen, aber den Gegner nicht, weil der Gegner, der ist wieder festgesetzt und darf sich hier nicht. Kann wieder nichts machen hier. Was ist das, ey? Hoffen, dass wir vielleicht mehrere treffen. 7 Damage. Ja. 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 Entwaffnet, ach ja. Nice, meine Waffen sind einfach weg, oder wie? Willst du mich verarschen jetzt? Meine Waffen sind einfach weg, oder was?
Ja, meine Waffen sind weg. Die liegen auch nicht auf dem Boden. Ich meine, außer man sieht jetzt hier gerade nichts im Kampf, aber das war ja ist eigentlich nicht so. Immer noch verängstigt, ne? Ich kann immer noch nichts machen, richtig? Nee, vor allem, ich sehe halt auch keinen. Ich kann halt literally nicht mal irgendwas machen. Als wenn ich jetzt geholt hätte oder irgendwie gesehen hätte. Wegschubsen kann ich. Nice, okay. Ich hab noch ein bisschen Damage. Ah. Weil scheiße, er macht ja gar keinen Damage. Ja, ist richtig. Was ist denn hier schon wieder passiert? Des Schummlers. Sind alle Attributswerte um 4 verringert. Da sie eine Reflexion angegriffen hat, die nicht ihre eigene ist. Spiegelprüfung. Schade, diese Reflexion probehalber geschaffen. Wenn eine Kreatur eine andere Reflexion als ihre eigene angreift, zieht sie sich Torheit des Schummlers zu. Ey. Ich jetzt angreifen bitte? Fast wie die Faust aufs Auge gerade an. So dumm alles irgendwie. Ich weiß es nicht. Immerhin mal getroffen, sehr gut. Ach gut. Okay, spielt auf jeden Fall genauso blöd wie ich. Das ist schon mal sehr gut. Ach, scheiße, ich kann nicht casten. Weil, was weiß ich. Mörderers Liebling? Mörderers Liebling? Oh, fuck. Was ist das? Ist ein Ring oder so? Opportunity ist nicht drin, also ich schmeiß mich einfach hier runter. Ja, alles klar, ey. Logisch, alles. Logisch, logisch. Jawohl, Alter, einmal Glück gehabt. Sehr gut. Was ist denn das jetzt hier? One can't always be a gentleman. Ich da einen Feuerball drauf scheißen? Das hier Weg ist unterbrochen. Knattert das Ding einfach da rein hier. Boom, 7 Damage. Muss reichen. Finished. Schön mit dem Feuerball 7 Damage machen. Das ist halt doch so.
I go. I don't fancy their chances. Good move. This one. Das geht nicht, oder? Geht doch, Alter. Alter, Leute, Kinders, hört auf hier. Lange Rast. Oh, ihr seid so dumm. Oh mein fucking Gott, Junge. Ist sie ganz tot. Mensch, Kinners, rafft es mal, verpiss dich da. Du bleibst auch da, sehr schön. So, du solltest vielleicht nicht sterben, du fässt dich einfach mal selber ein bisschen an jetzt hier. Meine Fresse, ey. So, hast es jetzt. Du lebst auch. Gut. So. Kann mir jetzt mal jemand sagen, wo meine Waffen hin sind? At the ready. Sehr selten. Henker, wenn du eine Kreatur tötest, ist der nächste Angriffswurf ein kritischer Treffer. Nach Verwendung wird dieser Effekt nach der Langrast wieder aufgefüllt. Das ist eigentlich ziemlich nice. Crit ist auf jeden Fall mehr worth it. Und meine Waffen sind jetzt aber weggebackt, oder wie? Ich drück die ganze Zeit Alt übrigens, ja. Ich übersehe das auch nicht, oder? Ich meine, das müsste ja bei irgendwem, müsste es ja jetzt neu markiert sein. Warum hat sie eigentlich keine Ringe an? Sie hat keine Ringe, oder was? Das ist schon realistisch, aber... Hier, komm, man kriegt sie halt Ringe. Kreaturen, die erhält sind, hier, komm, nimmst du die beiden. Sie haben irgendwelche Ringe an. So, ein bisschen mehr Schaden, passt schon. Ja, hä, willst du mich jetzt verarschen oder was? Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ich hasse sowas, ey. Ich hasse sowas wie die Pest, ey. Echt, das ist wirklich mit das Allerschlimmste. Vor allem, weil da wieder so 50 Sachen reinspielen. Jetzt abgesehen davon, dass der Kampf schon absolut beschissen und hanebüchen war, einfach, ey. Ist dann auch noch, vor allem, das ist ja nicht das erste Mal. Wir hatten das ja schon mal so, als wir ins Unterricht gegangen sind, dass meine Waffen verschwunden sind und wir einfach irgendwie noch ein extra Dolch nehmen mussten und keine Ahnung was. Der irgendwie 1d4 Schaden macht oder so ein Piss. Und jetzt habe ich endlich mal gute Waffen gefunden. Eine schöne +2-Waffe, ein stinknormales +2-Kurzschwert und irgendwie eine andere Waffe, die auch nochmal cool war mit extra Effekten. Und dann machst du hier so einen richtig beschissenen Dreckskampf, den man schon in Milliarden anderen Games, sogar in deren eigenen vorherigen Game, schon Milliarden mal besser gesehen hat, ja? Als den Schmutz. So, dazu kommt auch noch, dass ich ja keine Wahl habe, so wie es scheint, oder? Also, das ist ja die Hauptquest. Ich muss ja diesen Turm des Mondaufgangs infiltrieren und dafür muss ich in dieses Mausoleum rein,
und das olle Relikt finden und bla bla, damit ich irgendwann zu ihm komme. Oh mein Gott, ey. Alter. Und stelle sich jetzt mal vor, das Spiel wäre einfach ein bisschen offener gestaltet. Wie so ein Spiel wie, keine Ahnung, Fallout New Vegas oder so. Wann kam das nochmal raus? Ach ja, 2005 oder so. Natürlich unmöglich, so ein Spiel heutzutage auch zu entwickeln. Oder sowas wie Arx Fatalis, wann kam das nochmal raus? Ach ja, irgendwie 2002 oder 3 oder so. Alter, holy shit, ey. Junge, 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 mir blutet mein komplettes Gehirn. Bei so einer Scheiße hier. Was passiert jetzt? Wo gehe ich hin? Nee, holy shit. Es ist der Wahnsinn, ey. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Waffen mehr. Mann, nee, echt. Whatever comes, I'm ready. This way. Und das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte ist auch noch, dass diese ganzen verfickten Drecks-AAA-Entwickler alle rumheulen, weil das Spiel viel zu krass entwickelt wurde und man das ja gar nicht machen kann und so weiter und so fort und das total unrealistisch ist und so. Ey, Alter. Ist ja nicht, ey. Wenn sich die Leute mal Spiele von Anfang der 2000er angucken, werden die, glaube ich, aus allen Wolken fallen. Leute von Bungie und Co. so. Stellen sich denn alle hin und denken sich so, boah, das ist ja krass. Alter, es gab schon irgendwie vor den 2000ern irgendwie Shooter. Das ist ja abgefahren. Das ist ja irre. Stellen die sich denn da alle hin? Und dachten einfach alle, das wäre unmöglich zu implementieren gewesen vorher. Good evening. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. He wishes to extend you an invitation for a private conversation in a more suitable locale. Ihr seid nicht Gale? You are speaking to a mere projection of Gale. His appearance, his voice, and a certain measure of his personality, reconstituted in this case to play as an emissary. Would you care to join him? What little I could glean from the portion of his mind that is open to me. Das Ding ist halt. Ach, es ist alles so zum Kotzen, ey, Junge. Es ist alles wirklich so hart zum Brechen. Ich verstehe das, wenn man so ein Spiel noch nie vorher gespielt hat, dass das wirklich irgendwie das krasseste Ding der Welt ist, so. Aber Alter, wenn man halt vorher mal Baldur's Gate 1 und 2 gezockt hat. Ey, allein schon da, das kam nicht mal. Das kam noch vor den 2000ern raus. Also 2 glaube ich nicht, 2 war glaube ich auch irgendwie um die 2000er, aber ja. Dann denkt man sich so, naja, okay, es gibt Aspekte, da haben sie so zwei, drei kleine Schrittchen weitergemacht und es gibt Aspekte, da sind sie irgendwie 50 zurückgegangen. So. Naja, ist halt wie so oft im Leben, wenn Leute das allererste Mal irgendwie ein Spiel eines Genres spielen, das ist natürlich irgendwie der Magnus Opum, Opus Magnum, so rum war das, ne? Was willst du mir jetzt sagen? Wer ist mir im Weg? Simply follow yonder path and soon you will find him. Riecht mich auf, ey, es riecht mich richtig hart auf gerade, ey, es riecht mich wirklich hart auf gerade. I love this time of night. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness, when you'd almost believe the dawn will never break. The cradle of eternity. The timelessness of lovers. That most beautiful of fantasies.
Ich habe eigentlich nur zugestimmt, weil der Typ nicht mehr in meiner Gruppe war. Oh, I wanted to see you. While I still could. This may be my last night alive. Oh, ey, Alter. Muss richtig hart zusammenreißen gerade, ey. Canopy of beauty and wonder. Es ist so hart schlimm. This place might bring me peace. I thought it might make the weight of what I must do feel a little lighter. But I'm not so sure. Finden einen anderen Weg. Thank you. But even if we do find another way, perhaps this is the right way. The end fate wishes for me. There is no point in running from the inevitable. Better to meet it on my own terms. Ja, warum seid ihr so sicher, dass es unvermeidlich ist? Wir haben dieses Herz der Absoluten noch nicht mal gefunden. I can feel it. Ever since we set foot in this strange, corrupted land. The closer we get, the heavier my own heart becomes. Stay with me a while, will you? Day will come all too soon. Even in this place. Na, ich hab grad da keinen Bock drauf. Good night indeed. The fairest I can imagine. Beautiful. Ist vielleicht lang geht das in die Truhe rein oder so. Ich, wir haben ja auf jeden Fall nochmal ein Dings. Boah, alle Trefferpunkte haben wir mal hin. Gucken, haben wir schon mal ein Schwert von zweien. Also es ist nicht meins, aber immerhin können wir irgendwas ausrüsten. Triggert mich das Game gerade, ey. Die ganze Situation hier. So, jetzt haben wir drei Dinger. Sonneprobe. Die nächste noch besser als die davor. Das gilt es wohl herauszufinden. Juhu. Mensch, ey. Das ist ja der blanke Wahnsinn, meine Freunde. Ohoho. Diese Kreativität hierbei ist auch unermesslich. Oho, guten Tag, Herr komischer Justiziar. Was machen Sie hier? Alter, ich werde aus Ihrem Schädel trinken. Bibliothekar. Du bist ein Bibliothekar oder was? Ja, ein bisschen anders vorgestellt. Von Bibliothekar. Das kann aber nicht verkehrt sein, oder? Quatsch.
schnell. Richtig, aber ja. Das ist ein Autokrit. Engor. Ergebnis 5. Was? Ja, aber ich habe doch gerade Henker ausgewählt, oder? Achso, das geht für. Ah, okay. Scheiße, ich brauche das gar nicht. Ah, gut, passt schon. Beide Angriffe, die er dann hier automatisch macht, sind mir gerade nicht bewusst. Alter, ich dreh durch, ey. Snick ihn weg. Klar. Ui. Ist aber hingelegt, ey. As my feet can carry me. Taking position. Da bin ich direkt blind. The lance board is set. Step to it.
einer getroffen. Oh, ich bin zu klein für die Scheiße. Path lies before me. Aus dem Leben gesnackt. Open up. Will do the trick. Trap. Be cautious. Stube gelatscht, wa? Was? Ja, ganz kurz rein. Was war das Rätsel? What can silence the night song? Was lässt das Nachtlied verstummen? Erin Schar weiß, was ihr tief in eurer Seele vergrabt. Sie weiß, was euch schmerzt und was an eurem tiefsten Sein nagt. Offenbart ihr euer Versagen, erlaubt ihr mit tröstender Hand über eure Wunden zu streichen. Lasst sie euch durch und durch kennen, auf dass ihr euch von euren Fesseln befreien kann. Leere ist ein heiliger, bewundernswerter Zustand und sie ist das Ziel. Befreit euch von allen Gefühlen, allen Bindungen, so erreicht ihr die Reinheit von Herrin Schars Umarmung. Wir alle müssen unseren eigenen Weg finden, um uns von der Versuchung des Lichts und des Lebens zu lösen. Denkt daran, dass euch all die falschen Annehmlichkeiten am Ende verraten werden. Nur das heilige Nichts wird überdauern. Okay, ein Pergamentfetzen, der mit krakeligen, verzweifelten Spekulationen überzogen ist. Falls die Gerüchte wahr sind, befindet sich die Antwort auf den Seiten dieser Bücher. Es kann gar nicht anders sein. Ein geheimer Weg, um der oberste aller dunklen Justiziare zu werden? Wie könnte ich dem widerstehen? Es spielt keine Rolle, dass mir nicht befohlen wurde, diesen Weg zu gehen. Herrin Schar wird sicher meine Hinterlist und Beharrlichkeit bewundern. Ich werde alle Seiten durchforsten, jedes Wort verschlingen. Ich muss dieses Relikt finden. Ich muss einen Platz zu ihrer Rechten gewinnen. Hier ziehen wir den Hebel. Mischt. What can silence the night song? What can silence the night song? Stille. Nicht in eine Laute reinpacken, ist sie dann leiser. Oh, das geht nicht. Ja, kein Plan, Brudi. Watch how you go. There's a trail. Der Vertrauenssprungprüfung, das kennen wir jetzt schon. Dunkler Justiziar. Careful not to trigger that thing. My. I'd better be careful not to trigger that thing. Das letzte Opfer der Mondtochter. Das heißt, der heilige Speer wurde einst von der Nachtsängerin höchstpersönlich geführt und warte nun auf ihren auserwählten Streiter. Die Ältesten haben ihn an einem geheimen Ort versteckt, um ihn sicher aufzubewahren, bis der auserkorene Champion ihn entdeckt und ein letztes Opfer vollbringt. Dann wird Celuns abscheulicher Mond, Alter,
bittere Tränen vergießen und ihre fehlgeleiteten Anhänger im Stich lassen. Aber lasst nicht zu, dass die Ehrgeizigen der Nacht in Versuchung geraten, den Speer unerlaubt in Besitz zu nehmen. Denn für sie ist es nur ein lebloser Gegenstand ohne jegliche Heiligkeit. Gewährt allen Kindern der Herren Schar die Ehre, dieses heilige Werkzeug zu bewachen. Wenn die Zeit gekommen ist, werden sie wissen, dass sie Herren Schars auserkorenem Krieger geholfen haben und damit der Rückkehr in die endlose Ekstase des Vergessens. Julian von derselben Prüfung. Ich wollte es gerade lesen, aber brauchen wir im Grunde genommen auch nicht, weil haben wir schon gemacht. Ist natürlich geil, wenn es hier mal ein Foliant zu dieser Prüfung gegeben würde. Die Nachtsängerin, das hatten wir glaube ich gerade, oder? Was lässt das Nachtlied verstummen? Nur die Nachtsängerin selbst, Schar. Die Herren der Nacht, die Herren des Verlusts. Ihre Namen sind viele, aber ihre Bestimmung ist einfach. Das Licht war ein Fehler und Leben ist eine Illusion, ein misstönendes Lied. Komponiert aus Lügen, das den Frieden des Vergessens stört. Setzt all euer Vertrauen in Schar. Erlaubt ihr, das falsche Lied in eurem Herz verstummen zu lassen und euch in ihre Umarmung zurückzuführen. Ihr braucht nichts, das absolute Nichts. Die ewige Zuflucht, die sichere Dunkelheit bei Mutter Schar. Okay, also Schar selbst lässt das verstummen. Dann ist das vielleicht so ein Ding, was vielleicht nur die Klerikerin machen kann, oder was? Also nur Schattenherz, oder wie? Aber hier muss es doch noch was geben für die jetzt, für diesen Raum, oder nicht? Weiß ich nicht, ey. Weiß ich nicht, du. Licht der Liebe. Liebe ist die grausamste aller Lügen, derer sich Herren Schars Feinde bedienen. Sie ist eine Krankheit, die ein Herz auf Lebenszeit bestricken kann. Über eine Nichtigkeit für einen beiläufigen Blick. Liebe ist Brandstiftung, eine zerstörerische Flamme, die allen, die sie nähren, flüchtiges Licht und Trost verspricht, während sie Herren Schars kalte, unendliche Dunkelheit beleidigen. Verlöscht die Feuer der Liebe, sie sollen euch mit ihrer Hitze versengen, euch mit ihrem beißenden Qualm ersticken und am Ende mit nichts als kalter Asche und hungrigem Herzen zurücklassen. Okay, ja, lassen wir mal Schattenherz mit ihr reden. Mit dem Ding da reden. What can silence the night song? Ja, eine Schar selbst. Was will ich denn da hier? Das hier oder was? Das hier, wenn es eine Easter Egg-Edition gegeben hätte. Weiß ich nicht, was das ist. Still breathing. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Time to press ahead. Okay, kein Plan. Wir suchen woanders nach. Lang. Gucken woanders nach. Ach, was weiß ich. Weißt du, was ich meine? Vielleicht müsste man auch irgendwie eine stille Schriftrolle casten oder so. Nice. Während das noch nicht die. Du kannst die Kamera zwar drehen, aber so WASD kannst du nicht mehr drücken und so. Plan. Ne, lass uns da mal insgesamt doch wieder hochgehen. Was, willst du mich verarschen? Meine Fresse, ey.
Ratet mal, welches Spiel auch das besser hingekriegt hat. Damals schon 2005, Guild Wars 1. In welchen Rätseln haben sich die NPCs gleich richtig hingestellt? Wenn nicht, konntest du die sogar vernünftig flaggen und hattest du besser. Das Sonnensystem wäre so geil hier drin. Das wäre so nice. Du könntest einfach sagen, ey, pack da jetzt einen Flag hin und der geht dann halt da und da, anstatt dann irgendwie aufs Porträt zu klicken, dann musst du den abziehen, klickst du dann da hin. So, komm, ruf jetzt hier bitte. So, danke. Nein, steh. Weißt du was? Du stellst dich da hin. Genau. Junge, 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 Junge. Heute ist ein sehr guter Tag, dieses Spiel zu spielen, glaube ich. Holy shit, ey. Looking ahead. One day I'll catch a break. You detect the gentlest of presences disturbing the temple's ancient, stale air. It seems to encircle Shadowheart, welcoming her. Was geht dir vor? Sag es mir. There's something more I need to do, or the trials will have been in vain. There is a holy weapon hidden away. The Spear of Night. I have to claim it. Then use it to make a sacrifice in Lady Shah's inner sanctum. If I succeed, I'll become a Dark Justicia. Gut, was ist der Speer? Supposedly in the library we saw before. We should go back to it. Don't worry. This place has been empty for years. The sacrifice can't be a simple mortal. More likely it's a monster. And we're well versed in dealing with those, aren't we? We need to find that spear. Och nö. Nee, weißt du was? Fick dich. Ich fahr den Fahrstuhl jetzt nicht runter nochmal zu viel. Das dauert doch wieder 3 Anläufe. Nee, leck mich. Schwinde. Ist mir scheißegal. Schatten jetzt, ich will eh keiner. Wenn wir im Baldur's Gate spielen würden, würde ich dich austauschen, weil wir dann irgendwie die Auswahl zwischen 50 Milliarden verschiedenen Begleitern hätten. Aber so, wir spielen leider kein Baldur's Gate. The disc is moving. This must lead to the next part of Shah's gauntlet. Es wird nicht besser gerade. Okay, wir müssen zur Bibliothek das letzte Rätsel auch noch machen, damit wir die Kugel da wahrscheinlich rauskriegen, damit wir die hier einsetzen können. Schön. Sowas liebe ich an RPGs. Ja, ist richtig nice. Ich habe vorhin meine Waffen verloren, die sind weggepackt. So, das, KI verhält sich traumhaft. In jeder Nanosekunde
Muss schon zwei Wiederbelebungsrollen verwenden jetzt heute. Dass alles sehr, sehr schmutzig ist. Alter, stehen gerade alle drauf, so pass auf, ich wechsle jetzt zu ihr. Enough waiting. I crave blood. Have a lot on my mind. And well, in it. Ich will das Rätsel noch lösen. Irgendwie, ich hab nicht mal einen Plan, worum es da geht. Viel schmutzig. Aber es ist echt, ey, Alter, holy shit, Junge. What can silence the night song? Okay, Char selbst kann das Lied verstummen. Aber was? Also Dunkelheit oder was? What can silence the night song? Ein Onyx. Man schaut die Erde, wenn das in den Spur von Onyxiden zurück. Hier, das hier vielleicht. Haben wir vielleicht eine Schriftrolle für Stille? Dunkelsicht. Mir die Sachen eigentlich alle durchgelesen? Ich glaube fast schon. Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Suche das Nachtlied. Hole das Nachtlied aus den Proben der Schar. Wir haben eine Tafel gefunden, die behauptet, dass sich das Nachtlied im Tempel der Schar befindet. Ein Nachtlied ist doch bestimmt die Waffe, oder nicht? Der Speer. Moving in. Let's see. What can silence the night song? Okay, es ist ein Buch gesucht und kein anderes Item quasi. Okay. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich so smart war und das irgendwie hier drin gelassen habe.
Ja, war. Let's have a look. Die Nachtsängerin, das könnte vielleicht nice sein. So, für die Mondtochter. Unterwäsche und Schlüppi erstmal. Scharitennovizen, endlose Dunkelheit. Nekromantie von Tay vielleicht noch. Verdrehte Bindung. Es gibt, glaube ich, hier keinen direkt von Dings. Irgendwie, was weiß ich, Buch der Schar oder so. Gibt's, glaube ich, nicht direkt. What can silence the night song? Ich das jetzt. Hier. Plattenpanzer. Eins bis acht. Wenn Charles erlaubt, heute mit diesem Spiel. Töte mit diesem Speer Nachtlied. Aha. Auch das kannst du haben. This has to be it. This has to be the spear of night. The weapon Lady Shah bid me to wield. Mittlere Rüstung. Oh krass, Shahs Aegis. Shahs Schatten, der Träger ist bei Heimlichkeitswürfen im Vorteil, solange er von Schatten verschleiert ist. Ordentlich die Rüstung. Nachtspeer. Alter, das ist geil. Speer und Schild, das ist cool. Mach mal. Zwar nicht die besten Stats, aber gut, sie trifft eh nie. Also. Dunkler Justizia-Helm, magischer Widerstand. Magischer. Der Träger erhält einen Bonus von +1 auf Rettungswürfe gegen Zauber. Geheimer kritischer Treffer. Während du verschleiert bist, benötigst du für einen kritischen Treffer beim Angriffswurf ein Auge weniger. Dieser Effekt kann sich addieren. Eigentlich gar nicht mal so kacke. Aber ist halt mittlere Rüstung. I wonder what the weapon is. Still alive. So that's progress. Trust your secrets to the night. Deliver the night mother's mercy upon her enemies. Shroud yourself in blackest night. Okay, toll. Wir haben jetzt halt die letzte Kugel dafür noch nicht gekriegt, oder? Night Song scheint denn ja. Oder warte mal, ist hinten noch was? Nee, oder? Der Us ist wach. Eieiei. Morgen. Ist den schlimmsten Teil verpasst. Naja, kannst du noch besser werden.
Das war echt nicht tasty. War recht kurz davor, einfach Alter 4 zu drücken. Wirklich sehr, sehr kurz davor, muss ich sagen. Also schon das zweite Mal halt die beiden Waffen verlieren und man droppt hier halt schon echt wenig Dolche und Kurzschwerter. Ist schon... Ey, ist schon sehr wild. Encounter selber war auch echt underwhelming as fuck. Vor allem sehr uninspiriert und dann hast du die ganzen kleinen Macken, die das Game halt nun mal hat. Also... KI und Spektrum und keine Ahnung was. Hat nicht gerade dazu beigetragen, mehr Lust auf dieses Spiel zu entwickeln. Verrückt, möchte man meinen. Ich schätze mal, da unten ist das Nachtlicht, aber man kommt da noch nicht hin, will ich. Achso, ja doch, das stimmt ja, warte mal doch. Kommt da schon hin, aber da fehlt halt noch die dritte Kugel. Also irgendwo, ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo müsste noch eine Kugel fehlen. Achso, ah, die eine Kugel ist doch noch da drüben bei den Viechern, ja, die wir dann wohl scheinbar killen müssen, weil wir keine Wahl mehr haben. So, jetzt stell euch mal alle da drauf. Nein, hier rauf. Ist wie geil, das wäre Uzi, wenn man hier einfach eine Flagge setzen könnte. Boom. Alle hier, weißt du, alle Flaggen, klick. Alle würden dann da stehen. Dann drückst du den Hebel, alle gehen hoch. Und hier ist halt so, wenn du es halt wirklich safe machen willst, ich muss das mal ziehen. Dann klickst du alle an, klick, nächsten anklicken, klick, nächsten anklicken, klick. Dann musst du alle wieder, dann drückst du den Hebel. Muss alle wieder zusammenziehen, in die richtige Reihenfolge drücken, weil das so ein bisschen die Laufreihenfolge macht. Ja, das wäre krass. Das wäre krass. Das wäre so krass. So mit Flaggen. So abgefahren. Einfach Gruppen-Party-Management und Movement irgendwie besser steuern zu können, das wäre schon was. Echt noch minimal angefressen, muss ich ja gestehen. Merkt man vielleicht gar nicht, aber deswegen sage ich es selber nochmal. Warum man es nicht so ganz merkt. Habe ich mir gedacht. So, hier vorne ist ja auch noch eins, ne? War das hier oder war das in der Truhe drin? Spinnenfleisch. Ich glaube, das war eine Truhe drin, kann das sein? If everyone else minds their business, I'll be fine. With haste. Nee, hä? Warte mal. Oder haben wir doch noch eine und ich habe es nicht mehr im Blick. Aber mir war so, als ob hier auch eine war. One with the weave. Nee. Oder war die... Swift as my feet can carry me. Ach, hier ist die. Schattenedelstein. Ja, gut. Wir reden nochmal mit dem. Aber ich glaube, das wird so oder so im Kampf ausarten. Oh ja, ein Krampf. You're supposed to be searching these ruins, little rabbit. Given up already? Das erste, den du töten musst. Ja, hier, nein, ich habe den Nekromanten namens Balthasar gefunden. I caught the scent of that bloated carcass already. He's no more alive than the Dark Justiciers down here. He is not the answer. He is not my prey. Mann, was soll ich denn sagen jetzt hier? Es gibt halt die SSR. I still hear the song, which means you've achieved nothing. Keep looking, or I'll decorate every corner of this place with pieces of you.
hoffe mal, dass es irgendwie hinhaut. Es sind halt so viele Viecher, ey. Vor allem, der macht jetzt halt eh noch den ganzen Scheiß, genau. Alter, jawoll! Ui! Jetzt gibt's erstmal sowas von Kloppe, ey, das kannst du wissen. So, Sturmangriff. Ne, ach, ich glaube nur so drauf. Ja, Fänger. War gut, ja. Zielpunkt ist nicht erreichbar. Oh Mann, ich heule. So. Search hier. Können wir eigentlich hier nochmal auf am Boden? Jawohl. Und nochmal. Natürlich hat er nur 2 HP. Was zur Hölle? Was passiert hier? Wo kommen die jetzt her? Hat er die gerade ausgeschissen oder was? Nachdem er seine Waffe fallen gelassen hat oder wie? Hier liegt seine Handarmbrust. Wie kann das sein, dass er noch Granaten gedroppt hat? Was ist das, wie in Call of Duty oder was? Ist das ein Effekt oder wie? Ist das ein Perk, der auf der Waffe irgendwie drauf ist? Wenn die Waffe fallen gelassen wird, dann schmeiße orthogonale Granaten in alle Richtungen. Alter, der hat einfach schon Prestige Level 3 hier in Call of Duty gefarmt. Jeden Skin freigelt, deswegen sieht er auch so krass aus. Jetzt erklärt sich, es erklärt sich halt auch alles von alleine einfach. Ich hoffe, man merkt nicht, dass ich irgendwie leicht getriggert bin. Ach ja, stimmt, der ist ja immun gegen Feuerschaden. Ja, hätte ich mir eigentlich denken können, das ist ja dumm. So, können wir die 2 Damage jetzt noch machen, oder? Nice. Ich bin immobil, weil schwarze Dings. Black Tentacles. Sonst so eingekrochen kommt, ey. Hat er ein bisschen dumm gemacht. Hat er wärmer
Hätte mal erst Sporten gemacht und dann springen. Lyselle ist auch gleich tot. Alter, ich lebe noch. Das war unerwartet. Also ich glaube, wie Schattenherz oder so ist, glaube ich, gerade komplett pulverisiert. Ah, ne, hier ist irgendwie. Oh, gut, die Leiche von dem Riesen ist ganz schön pulverisiert hier. So, mach mal. Jetzt schaffen wir das noch. Unwahrscheinlich, aber ja. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie das Ding klauen können, ohne dass er das mitkriegt oder so. Ich glaube, das geht halt nicht. So hart krank einfach, ey. Mann, wie willst du denn das machen, Junge? So, es kommt hier. So, den irgendwie, ne? Ja, Uzi, wie sieht's denn bei dir aus? Willst du, machst du auch noch an eigentlich, oder? Wenn ja, Mann.
eh nicht bewegen, ne? Ja. Der da hinten das mitkriegt, ey. Der riecht das einfach. Let's see how many pieces can be blasted off you before you die. Ich weiß nicht, was ich gegen bei dem Kampf hier machen soll. Ich könnte halt auch die Quest für ihn machen. Was so? Aber er sucht doch das Nachtlied, oder nicht? Und für mein Verständnis ist das doch unten hinter der Tür. Sprich, da komme ich nicht ran, wenn ich diese olle Kugel da nicht kriege. Weil ich dann halt den Sockel nicht befüllen kann. Aber wir gucken gleich nochmal rein. Rum der Charge ist in die Prüfung wurden von ihrer Elisa-Daten des Jahres konzipiert. Wir haben einen Schatten-Edelstein gefunden worden und wir haben das halt. Wir haben einen neuen Schatten-Edelstein. Einen weiteren Schatten-Edelstein. Wir haben einen Schatten-Edelstein erteilen gedacht. Ein Teil von einer verschlossenen Tür gefunden. Da befinden sich drei Vertiefungen für Schatten-Edelsteine. Wir müssen noch weitere finden. Okay. Kithrake was? Achso. Mit Raphaels alten Feind. Die
Orton ist an Raphaels Vertrag gebunden, sucht nach einem Weg, dieser Verpflichtung zu entgehen. Alter, guten Morgen, Uzi. Was geht ab? Fianchi-Krippe. Ah. Jorgie. Ja, das ist ja das Ding. Brich Jorgies Vertrag. Untersuche die Proben der Schar auf Hinweise. Tja. Bisschen Plunder gelootet. On my way. Weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Ich habe noch eine Idee. Vielleicht hilft das. Jetzt hier mal hoch. Seek and you shall find me. Ohne Witz, ey. Okay, ich bin heute richtig fertig irgendwie. Das war's, ne? Looking ahead. You have my attention. Das kannst du auch nur einmal pro Short Rest machen. Okay. Ich glaub... okay, ne, Moment, das ist eigentlich ganz witzig, okay. Okay, ne, dann machen wir noch eine Magierhand und werfen das Ding nochmal dahin. Du hast sogar eine unsichtbare Magierhand. Können wir die gleiche hochwerfen? Blatsch. Liegen wieder drei Bomben hier. Ist das Blut? No. Never mind. Ach komm, Mann. Leck mich doch am Arsch, ey. Das ist eine Cheese, ey. Das Spiel lässt ja leider nichts anderes großartig zu. Das ist schon das Kreativste hier, glaube ich. Ach, so bescheuert, dass sie das halt sehen. Weil das, glaube ich, ein Autotrigger einfach ist. Wenn du das Ding einsammelst, dann gehen die halt einfach hostile. Egal wie. Ob du nur 50 Kilometer weit weg bist oder 2 Zentimeter, ist total egal. S rum. Wann willst du heute starten eigentlich? Also willst du heute wirklich noch strömen oder trollst du wieder nur rum oder? Make way. Scheiße. Nee, du, das ist nicht so weit, sag ich dir. Das ist ja von allen Dingen in dieser Welt, das ist nicht so meins. Ach komm, knall das rein, knall das rein. Oh Mann, ey.
Seid ihr da? Black Tank Tackles hier noch drauf, ey. Ich glaube, hier oben ist die Position ganz gut. Ah, oh, never mind, wir sterben jetzt gleich. Die Kombo ist halt auch so hart, ey. Du kannst dich nicht bewegen und halt die Granaten wieder wegschmeißen. Oder könnte man jetzt hier. Kriegst du das hin oder bist du. Oh, doch, okay, na, Moment. Nice. Hier ist mal gemeckert hier. So. Der Dick eigentlich. Der Riesige. Tale for the ages. Och komm, ey. Ach ja, die sind ja gegen alles immun. Ich raste. Ich raste. Oh, oh, oh. Aus. Alter, da kommt jetzt hoch, der Große. Alter, aua. Wo ist der immun gegen gleißend? Bestimmt auch wieder, ne? Sehr, kann ich da einmal... Mass Healing Word. Ich glaube, da spawnen nicht gleich wieder diese 30 Milliarden anderen Granaten. Ach komm. Ach komm, echt jetzt? Ach, der Assi nur, ey. Und derselbe Typ, der die Serus-Lache aufgenommen hat, ey. Ah, 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 ah. Das klingt echt genauso. Dumm.
Manchmal ist das Spiel echt witzig. Ja, danke. Wurde nicht mal markiert, glaube ich. Oh Mann, ey. Der Kampf lief so gut, wir hätten ihn fast killen können. Aber nein. Das wäre Quatsch gewesen jetzt, oder? Das wäre jetzt so richtig Quatsch gewesen, wenn es einfach mal klappt hätte alles jetzt. Alter, was das eine Ding jetzt für eine Auswirkung hat schon wieder. Es ist zum Brechen, alles. Es ist zum Brechen. Schade. Och Mann, ey. Das Spiel ist mir echt in letzter Zeit nicht so wirklich gut gesonnen, glaube ich. Ach, Mann. Echt. Was sollen wir jetzt das hier machen? Nocturnus. Sanctum is within reach now. Never want to be in this path. Wir gehen den Weg lieber nochmal komplett neu, deswegen teleportiere ich mich gerade raus. Alter, nice. In Dunkelheit und im Schleichen hat das jetzt geklappt, ey. Jetzt müssen wir da eh nicht mehr hin, das ist schon mal gut. Aber Alter, der Kampf ist ja mal super ätzend, ey. Also, naja, gut, einiges ist ätzend heute irgendwie in dem Game, aber... So, gleich haben wir's. Lauft, meine Freunde, lauft. So, endlich, ey. Dritte Kugel reinpacken. Thank you.
45 XP, ne? So, gib mir jetzt das Nachtlied hier bitte. Gnadengabe, Gnadengabe, der Geheimnisweckler wird umgedreht. Alter, man kann hier in zum Shadowfell oder was? Shroud yourself and trust your secrets to the night. Alter, what the fuck? Los geht's. Aber reinspringen. This must be the last step. I need to pray. Only by Lady Shah's grace did we even make it this far. Später beten. Oh Gott. Ja, mach. All right. No need to dash in ahead of me. I'm ready. Okay. Dann los. Your party is gathered. You are ready. Or so you hope. Fortfahren, je nach deinen Entscheidungen, kann sich der Zustand der Gegend ändern und einige aktive Quests sind möglicherweise nicht mehr verfügbar. Ah ja, los geht's. As you step into the silent water, a foreign dread travels through you. It curls its way up your leg, squeezing tight. Die haben mich einfach gebaitet, mich einfach vorgeschickt und ich gehe jetzt in Shadowfell, zu den Shadowfell und die anderen kommen gar nicht hinterher. Frech. Lady Shah, I can feel her all around. This is her domain. This is the Shadowfell. You did well. Better than I would have credited you with. Now, hurry along and bear witness to my masterpiece. This is the Dark Lady's domain. He does not belong here. Is it here? Simple. I followed you. It seems Shah still holds a grudge against General Thorn, and so sought to prevent me from entering in his name. Luckily, you were the perfect agent in helping me slip past her defenses. Now the Night Song is within reach. Ziemlich aufwendig das Ganze, liegt das alles wert? There is not a shadow. But don't take my word for it. Come, see for yourself. Natürlich ist mir einfach hinterhergeschlichen, der Typ hier in Zeit. I feel lighter, unburdened, as if the softest push could send me drifting away. Alter, krank. Send to her. Schon krass, ey. Oh, schon cool wieder. Das ist schon wieder ziemlich cool hier alles.
Descend to her. I have vanquished your foes. This. Have to keep going. Lady Shaw's all shall be done, as sure as night will fall. Da ist er. Come to add more bars to my cage? Or perhaps to lead this would-be Justicia's blade directly to my heart? I invite you. Heap more sins upon your head. My retribution will be all the sweeter for them. All this time. And you still fail to appreciate the gifts I bestowed on you, Aelin. Sad to see a thing of beauty not recognize its own worth. But General Thorn, he appreciates you, and he wants you close at hand. So, I am here to whisk you back to him. Ketherick. I welcome the sight of him after these 100 years. He whose immortality I supply with my very soul. General Thorn. I'm sure you'll be on your best behavior for him, but just in case, I've taken some precautions. Keep back. It will take quite some concentration to secure Aelin for her little journey. Hast du jetzt noch an, oder? Ja, also machst du nicht mehr an. Okay, ja. So, was habt ihr mit ihr vor? Bring her home. What else? Aelin is so much more than you comprehend. She is an Asimar, bound to a soul cage of my creation and lending her immortal strength to General Thorn. Her power, his will, and my genius. An unsurpassable feat. Ramblings most unsane. Poor Balthazar. For maggots ate his brain long ago. Hold your tongue, Aelin, or I'll take it away from you again. And you, no more questions. No more interference. Wie soll ich sie nicht kriegen? Geht's und seid ihr ein toter Mann? Ja. Dead man? You haven't been paying attention, have you? Perhaps I'll revive your carcass and add you to my retinue. Then you'll have all the time in the world to think on your mistakes. Let us make short work of this. Gut, sehr schön. Ja, Gale ist gleich tot. Das ist doch schon mal sehr toll alles. Here we go again. Schön, hätte ich mal stärkere Waffen. Hm. Naja, die sind wohl leider weggeglitscht. Will man das schon wieder schaffen, ey. Birch. Oh nice, das war sehr gut.
Junge, 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 ey, wie viele Viecher das jetzt sind. Ja. Mhm. Der Körper ist fort, Seele ist in Ordnung, dann kannst du wiederbeleben dienen. Ja, danke. Mhm. Ja. Jeet mich jetzt einfach runter, ey. Ja. Nice, Sir Gale legt sie noch pennen. Alles klar, Junge. Mhm. Schon fair, dass sie das auch machen können. Wo es natürlich auch komplett naheliegend ist. Also wahrscheinlich haben sie auch eine Trefferchance von irgendwie 90% oder so. Wahrscheinlich hat so ein Skelett einfach auch 10-mal mehr Stärke als ich. Na gut, wobei, man wird wahrscheinlich gegen Con, oder? Also, ja. Also A hat er mehr Stärke als ich und B habe ich scheinbar halt auch viel zu wenig Con dafür. Mit meinem Tank. Or perhaps to lead this would be Justicia's blade directly to my heart. I invite you. All back. General, keep back. It will take quite some concentration to secure it. I can do her. Hold your tongue, Aelin, or I'll take it off dead man. Let us make short work of this. Dass der halt anfangen kann, ist so bescheuert. Und das ist wieder so ein, was ist denn das hier? Ist das eine Legendary Action oder was? Ja, einfach irgendwie, weiß ich nicht, zum Kampfstart castet oder wie oder was. Ich weiß es nicht, Junge, ich weiß es nicht. Vielleicht kenne ich das Regelwerk auch einfach zu wenig, ich weiß es nicht. Another step forward. Der Wahnsinn, ja. Ich treffe ihn nicht. Das ist so lächerlich. Kann ich nicht durch sie durchcasten oder was? Das machen ja alle gleichzeitig.
Ich halt halt nicht mal eine Runde durch. Okay, einmal machen wir noch. Das Ding ist halt, was ist das schon wieder für ein Kampf, ey? Gale müsste halt irgendwie in die Mitte, aber es ist halt so bescheuert. Mal wieder, dass wir in der Cutscene ganz woanders stehen, als wir dann tatsächlich stehen. Dass wir den Angriff initiieren, aber er quasi den ersten Angriff machen kann und direkt alle Viecher spawnen kann und so. Das ist so... Ey, was soll das? Im Pen and Paper funktioniert das doch auch nicht so, oder? Also... Weiß ich nicht. All this time, and you still fail to appreciate the gifts I bestowed on you, Aelin. Sad to see a thing of beauty not recognize its own worth. But General Thorne, he appreciates you, and he wants you close at hand. So, I am here to whisk you back to him. Ketherick. I welcome the sight of him after these hunt... Keep back. It will take quite... I can... Hold your tongue, Aelin. Dead man. Let us make short work of this. Mann, rennt er da nicht dran vorbei, ey. Alles klar, Junge. Das Crit in die Fresse, ey. Großen müssen auf jeden Fall weg. So schnell es geht. Gale muss da auch weg. Es hat jetzt schon noch nur 9 Leben, ey. Das ist... Sterben halt auch alle, wenn er stirbt oder so. Weiß nicht. Jetzt kommt der Große, kommt doch eh gleich an und schubst mich da runter. Ja, halt meine stirbt eh vorher, aber. Effektiv fast egal, naja, nicht so ganz. Wenn ich dying wäre, könnte ich mich noch hochheilen wieder.
Spiel, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Also ja, es ist witzig, aber... Mann, ey. Der Encounter an sich ist halt leider so bekloppt. Also, dass die Gegner das machen und so, das finde ich ja cool sogar. Aber Alter, dass der... Dass es so getriggert wird und so und... Das ist so ein Müll. Hier überhaupt? Ist es Lag oder was? Ich weiß es nicht. Jetzt eigentlich Autocrit gegen... Einfach ein dummes RNG-Game. Bis an Pay-to-Winigkeit kommt, so übertreffen es. Nee, ich weiß nicht. Das Spiel macht mich einfach nur verrückt heute. Beim letzten Mal auch schon so, es ist echt nicht geil gerade. Das ganze Gebiet, das ganze Mausoleum ist einfach... So lore-technisch super interessant eigentlich, was so die Shadowfell und halt Shah an sich halt auch angeht, aber holy shit, ey. Alter, ist das alles anstrengend. Die Encounter sind alle größtenteils super lame und uninspiriert. Die Rätsel sind auch alles Sachen, die hat man schon mal gesehen. Es war halt auch in besserer Form, einfach in Guild Wars 1 und 2. Jeweils. Also unter anderem, ja, wenn solche Rätsel haben wir auch schon wie tausendmal an tausend anderen Stellen gesehen, aber ja. Ey, Alter, der Kampf da gerade ist halt... Man weiß nicht, meiner Meinung nach ist es schon ein Stück weit weg von den Regeln, so, vom Regelwerk. Es kann doch nicht sein, dass wenn ich den Kampf initiiere, dass der andere dann trotzdem als erstes dran ist und eine volle Runde hat. Und irgendwie scheinbar mit einem Mal irgendwie 10 Viecher spawnen kann. Mal ganz abgesehen davon, dass der Storyhook ist schon total dumm. So als ob der sich halt irgendwie die ganze Zeit unsichtbar hinter mir hergeschlichen hat und dadurch auch mit zu den Shadowfell kommen konnte. Was ist denn das bitte für ein hanebüchener Scheiß? Weiß ich nicht, ey. Wenn ja... Ja, das Spiel ist gut, so an sich. Ja, wie gesagt, ich bleib auch dabei. Es ist wahrscheinlich das beste RPG, was so die nächsten 20 Jahre rauskommen wird. Aber Alter, ey Mann, es ist so an so vielen Stellen teilweise halt echt wenig besser, beziehungsweise sogar stellenweise schlechter geworden als der fucking Vorgänger von irgendwie 1900 irgendwas. Oder irgendwie 2000, weiß ich nicht genau, 2001 oder so. Ich weiß nicht genau, wann Baldur's Gate 2 nochmal original rauskam. Aber ja. Ey. Weiß ich nicht. Es sind so viele Sachen, wo ich mir denke, ey, holy shit, ich würde mir manchmal so diese No-Brainer-Dialogoption würde ich mir gerne wünschen. Da hätte ich nämlich richtig gerne so eine Schurken-Option gehabt, dass ich dann halt eben irgendwie was ihn halt irgendwie austricksen kann oder keine Ahnung was so. Aber so, ey, weiß ich nicht. So ist halt einfach, naja, okay, entweder du spielst gut oder du spielst böse. Entweder du lässt ihn halt das Nachtlied einsammeln quasi und General Thorm wird halt noch stärker. Catherick Thorm, ja, genau. Wird halt noch stärker, was halt natürlich das, die böse Entscheidung ist. Oder du versuchst halt, ihn daran zu hindern, was halt die gute Entscheidung ist. Und ich möchte jetzt halt nicht eine böse Entscheidung treffen,
quasi einfach, weil der Encounter halt bescheuert ist. Und vor allem, man hat halt leider wieder auch keine Chance, weil man halt in diesem Dialogmodus gefangen ist. So, also man kann da jetzt nicht, also ich hätte halt auf die Sympathiepunkte geschissen, sozusagen, und hätte dann quasi außerhalb des Kampfs mich angeschlichen und hätte ihm halt direkt einen Sneak Attack reingehauen und dadurch den Kampf initiiert. Aber das, diese Option wird mir jetzt komplett genommen, weil man halt direkt in den Dialog reinforciert wird. Und es ist so, ach man, es ist auf so vielen Ebenen, es ist halt bescheuert, weil man, Baldur's Gate 1 und 2 waren so schöne Rollenspiele. Du konntest es echt auch ganz gut, sag ich mal, so RP-mäßig spielen. Natürlich war da halt irgendwie, ne, ein Charakter halt vorgedacht, quasi so der quasi, wie heißt das, Kanon-Charakter sozusagen. Den gab es da halt natürlich. Und ja, man konnte halt im ersten Teil zum Beispiel nicht unbedingt super gut böse spielen und so. Alles gut und schön. So. Aber ey, Alter, du hattest da trotzdem in Summe so viele verschiedene Freiheiten und Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Und halt eben halt auch, ne, mir fehlen halt viele Begleiter, fehlen mir halt einfach. Also die Menge an Begleitern fehlt mir. Dass ich da einfach mir wirklich eine coole Gruppe zusammenstellen kann, die auch mal ein bisschen, weißt du, die halt fetzig ist so. Aber wir rennen jetzt hier halt mit 3 Charakteren rum, die wir halt direkt am Anfang als erstes getroffen haben. So, 2 Charaktere locken sich, oder 2 Gefährten sind scheinbar unmöglich für mich zu bekommen, weil wir halt diesen Vial, weiß ich nicht genau, angepisst haben scheinbar, obwohl der nicht mal anwesend war, weil wir irgendwie die Tieflinge angegriffen haben. Und dadurch, dass wir den nicht haben, gibt es die andere wohl irgendwie nicht. Dann der Druide ist weggebuggt, der ist einfach mal durch einen Bug gestorben quasi und halt nicht wieder, ja, wiederbelebbar, was auch schon bescheuert ist. Ey, es ist so, ich weiß nicht, ey, ohne Witz. Mann, ich weiß immer nicht, ob das echt so Meckern auf hohem Niveau ist, weil Spiele von vor über 20 Jahren haben teilweise solche Sachen drin gehabt. Von vor über 20 Jahren. Und ja, ich verstehe das, dass irgendwie so ein Blizzard und das ein Bungie und Co., dass die da alle rumheulen und sagen, das ist aber so krass, das Game, so, das könnte man niemals nach unseren Entwicklungsrichtlinien irgendwie umsetzen. Ja, logisch, Herr Blizzard, wenn du deine Entwickler halt auch alle nicht bezahlst, ey, was erwartest du denn da? Und über die alle crunchen lässt, ach Mensch, fast so, als ob die Leute da keinen Bock drauf haben. Verrückt. So, total wild. Also, verstehe ich gar nicht, wie das zustande kommt, mein Freund. So, und, Alter. Holy shit, ey. Verstehe nicht, wie Leute, wie irgendwie weniger als 50 Leute vor 20 Jahren krassere Spiele gebaut haben, mit mehr mechanischem Tiefgang. Also natürlich ist hier der Storytell, dass alles vertont ist und dass du generell, also jede Dialogoption ist vertont und die ganzen Bücher dazu und so weiter und so fort. Das ist natürlich viel krasser und viel umfangreicher heutzutage. Das war damals auch wahrscheinlich technisch kaum möglich. So. Aber abseits davon, ja, die Mechaniken, die damals in dem Baldur's Gate 1 und 2 drin waren, sowohl was Dialogmechaniken quasi angeht, als eben auch generell die RP-Möglichkeiten, waren halt nicht viel weit hinterher, beziehungsweise halt oftmals sogar entweder gleich auf oder sogar halt noch besser und weiter ausgebaut als heute. Und ich verstehe nicht, wie Konzerne heute mit etlichen hunderten Mitarbeitern da heute so rumheulen können und sagen, das kriegen wir jetzt aber, das ist aber ganz schön krass. Das können wir ja niemals irgendwie stemmen und hinkriegen. Also, nee, verstehe ich nicht. Boah, riecht mich das auf, ey. Vor allem, es ist so eine buggy Scheiße. So viele Sachen sind einfach rein durch Bugs passiert. Wir haben insgesamt jetzt quasi 2 Waffensets verloren, weil Entwaffnen bei mir dafür gesorgt hat, dass die Waffen halt weggeglitscht sind. Der komische Druide, den ich haben wollte, ist halt, wie gesagt, weggeglitscht. Dann, wie gesagt, dass der andere Typ halt einfach verschwindet, obwohl der in unserem Lager ist und nicht mal physisch auf der Karte ist. Und irgendwie durch irgendwas super astrales, mega Telekinese-Connection, keine Ahnung, durch die Larve bestimmt, keine Ahnung, mitgekriegt hat, dass wir da die Tieflinge irgendwie angegriffen haben. Und das Erste, was er halt macht, ist gleich, Junge, verpiss dich. Also kommt direkt zu mir an und sagt so, ey, Junge, verpiss dich, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben.
Sauron haut halt ab. Zum Beispiel so ein Ding, was Baldur's Gate 1 und 2 halt 100 Mal besser gemacht haben, weil es da halt eben granularer war. Alter, und das habe ich gerade schon wieder fast vergessen. Nee, ja, aber ja, das hat so, weiß ich nicht, ey, das, vor allem du weißt es ja beim Spielen vorher nicht. So, das ist ja das Schlimme. Du erwartest ja, dass die irgendwie das Regelwerk umgesetzt haben, dass sie sich hier und da vielleicht verbessert haben und so. Aber dieses Berufssystem und dass es einfach absolut nicht funktioniert. Also ja, es ist besser als Divinity 1. Aber Alter, Divinity 2 war da auch schon absolut schrecklich, was das System angeht. Und Baldur's Gate 3 legt halt super viel Wert drauf, weil du ja die D&D-Vorlage hast. Und da hast du ja theoretisch deine verschiedenen Gesinnungsecken. Und da ist sowas halt eigentlich super wichtig, dass du halt eben sagst, ey, du bist vielleicht sympathischer, wenn du selber böse bist, bist du vielleicht sympathischer für andere böse Leute. Baldur's Gate 1 und 2 hatten das übrigens. Vor über 20 Jahren. Ich verstehe es nicht. Aber ja, ey, ich meine, ja, es freut mich, wenn andere Leute gerade das allererste Mal in ihrem Leben RPG spielen und Baldur's Gate 3 ihr erstes CRPG ist. Schön. Freut mich. Freut mich sehr, freut mich wirklich ungelogen sehr, dass die da sehr viel Spaß dran haben. Aber es ist genau wieder dasselbe Ding wie bei Skyrim und Co., glaube ich. Es ist halt das erste Game für die und das ist der heilige Gral und oh, es ist so krass und So, obwohl das halt, ey Mann, so unendlich krass ist es halt nur echt nicht. Vom Aufwand und vom Geld, was dahinter steckt, wie gesagt, schon, klar, aber was so den Tiefgang angeht, halt nicht. Das nervt mich, ey. So, Guild Wars 2. Es ist echt 100-mal entspannter. Und setzt sogar Elemente davon besser um, teilweise. Das ist einfach der Wahnsinn. Oh, sorry, nee, musste kurz alles raus, glaube ich, weil das hat mich gerade richtig, richtig hart aufgeregt, ey. Die ganze Scheiße war einfach nur hart zum Triggern.